Die Stadt Otranto, ein wichtiger Brückenkopf zum Osten, wurde seit dem Altertum mit Verteidigungssystemen und Befestigungsarbeiten gegen Angriffe gewappnet, die im Laufe der Jahrhunderte modernisiert wurden. Unter diesen sticht die Aragoneser Festung hervor. Der ganze architektonische Komplex wird durch einen tiefen Festungsgraben abgegrenzt. Und in die Festung gelangt man über eine Brücke mit Steinmauer und Holzplanken. An den Außenwänden und innerhalb des Atriums hängen die Wappen der Könige und Adligen, die die Geschichte der Stadt Otranto mitgeschrieben haben. Das Wappen des Kaisers Karl V. ist besonders interessant und hängt über dem Haupteingang. Im ersten Stock kann man die Seele der Festung betreten. Die Räume scheinen nach den neuen Restaurierungen zu leuchten und noch heute zeigen die Schönheit des hörtlichen Steines, das jahrhundertelang die Stadt Otranto geschützt hat. An der Außenseite befinden sich die Wehrgänge. Von Zinnen und Schießscharten für die Kanoniere und Wachtruppen. Außerdem können die Besucher seit kurzem auch die alten unterirdischen Räume besuchen. Sie wurden von vielen als Gefängnis betrachtet und stellen eine zusätzliche Attraktion bei der Besichtigung der alten Festung dar. Otrantos Festung ist ein Meisterwerk der militaristischen Architektur und sehr imposant kennzeichnet es auch die Ortsmitte der Stadt und ist heute ein Muss für alle Besucher der Salentinischen Halbinsel.